Und noch ein Film vom Bodensee. Hier steht eine große Schönheitsklinik, in der schnipp, schnapp große und kleine Schönheitsfehler behoben werden. Können Sie einfach Platz nehmen? Dankeschön. Frau Stocker, können Sie mit? Wie man sieht, hier warten auch Männer darauf, behandelt zu werden. Und einer, der es wohl ganz besonders nötig hat, ist er. Mike Krüger, unser Lockvogel. Ich bin hier heute in Lindau bei Deutschlands berühmtesten Schönheitschirurgen Professor Mann. Ich habe einen Termin gekriegt. Ja, rein bitte. Ah, Herr Mike Krüger, welche Ehre. Ist ja klasse, dass Sie mal da sind. Auf diese schöne Nase habe ich ja schon lange gewartet. Ja, die lassen wir schön, wie sie ist. Heute bin ich wegen Verstehen Sie Spaß hier. Oh ja, da fällt uns auch was ein. Ich glaube schon. Dann nehmen Sie Platz. Das erste Opfer wartet schon draußen. Wartet schon? Ja. Ah, Sie wären natürlich das schönste Opfer für mich. Jetzt geht's los, jetzt wird's ernst, Mike. So, hallo, grüß Gott. Herr Schmidt, grüß Gott. Es dauert noch ein bisschen, weil wir noch was organisieren müssen. Grüß Gott, grüß Sie, hallo. Hallo. Es dauert noch ein bisschen, weil ich schnell noch OP muss. Wir machen heute den Verband weg und es kommt noch ein Journalist her, der wollte noch ein paar Fragen stellen. Ne? Wir sehen uns nachher. Sonst alles okay, keine Schmerzen. Nein, alles gut. Und hier also noch ein bisschen kühlen und dann kommt der Verband weg. Okay? Wunderbar. Bis nachher. Tschüss. Wiederschauen. Aufgeregt. Das bin ich auch aufgeregt. Waren Sie schön oder müssen Sie noch? Ich muss noch. Ja, ich sag immer Hauptsache den Humor nicht verlieren. Ne? 6 Tage, habe ich jetzt 6 Tage. Ralf, hier, schön. Was wollen Sie machen? Die Augenlider. Augenlider? Ja. Das hat er bei mir auch. Hat er die Lider hier oben? 6 Tage dann nichts sehen. Ja, aber er hat ja die Nase noch gemacht. Ist bei Ihnen vielleicht nicht so schlimm, ne? Ja, kommen Sie hier aus der Gegend, oder? Ja, ich komme aus Dresden, bei Dresden der Freital. Mhm. Ich habe ja auch zuerst nochmal angefangen, haben wir den Hintern hier so ein bisschen gemacht und dann jetzt Fett abgesaugt. Ja, aber wir Männer müssen doch nicht so viel machen, wir sind davon aus als schön. Hintern machen Sie nicht. Nee, also den Hintern lasse ich nicht, da macht gar nichts. Habe ich jetzt einen Witz gehört? Soll ich mal erzählen? Was sagt der Schönheitschirurg zu seinem Assistenten bei der Gesichtsoperation? Können Sie mal kurz die Fresse halten? nur einen Humor nicht verlieren, ne? Wie ist es mit dem Luft bekommen? Das. Und ich riech gut. Also ich riech nach der OP rieche ich gut. Ich riech, kann gut riechen. Alle möglichen Sachen, super. Also besser als vorher. Echt? Ich riech besser. Das Wasser. Ja, hier kann ich riechen. Super. Das gibt's ja gar nicht. Bei Oder? Ihnen riech ich ein Saftgetränk. Das stimmt. Richtig? Ja. Das ist unglaublich. Da könnte man ja noch was machen. Was könnte man? Da könnte man ja noch was machen. Tag. Ich bin auf der Suche nach einem Herrn Dirk Fischer. Fischer hier. Hallo, guten Tag. Tag. Oliver Lorenzo von der Lindauer Presse. Ah, Sie sind Journalist. Ich war jetzt eben gerade beim Herrn Professor Dr. Mang. Und der hat mir jetzt erzählt, dass Sie ihm bei Ihrer OP anscheinend eine medizinische Sensation gelungen sei. So? Ja. Ihm ist es gelungen, ein bestimmtes Geruchsorgan bei Ihnen dermaßen zu stimulieren, dass Sie anscheinend wahnsinnig gut riechen können jetzt. Sag ich doch, ich riech super. Ich riech super. Und das hat der jetzt festgestellt. Haben Sie Lippenstift? Ja. Riech ich. Also jetzt wird's mir direkt. Oh nein. Ja, Sie können wirklich auftreten mit verbundenen Augen. Ich hab gesagt, ich gehe zum Gottschalk. Ich gehe zum Gottschalk. Natürlich. Ja, ich sag Gottschalk nicht hin. Ich riech alles. Ja. Egal. Ich riech auch, übrigens, ich riech Horn. Ich riech Horn. Sie haben eine schwarze Hornbrille auf. Stimmt. Ja, super. Kann ich riechen.
Das gibt's so, nicht. Ich gehe zum Grundstück. Ich kann wissen, wo die Leute wohnen. Super, sie wohnen in Bregenz wahrscheinlich. Ja, ja, sie. Das sage ich doch. Super. Ich glaube, ich kann sogar. Sind Sie vom Sternzeichen Skorpion, die Dame? Ja. Ja, kann ich riechen? Nee. Ich rieche jetzt Sternzeichen, ich bin ein Sternzeichen-Riecher. Super. Ich glaube das nicht. Toll. Sie sind Löwe. Stimmt das? Ja. Das gibt's nicht. Dann raten Sie, was ich bin. Sie sind Fisch. Ja. Wahnsinn. Riech ich. Sag ich, riech. Ich bin ein Spürhund. Ja. Spürhund. Bei Ihnen riech ich auch was. Riech, sind Sie Sanitäter? Nee, nee. Sanitäter, haben Sie was mit dem Rotkreuz zu tun? Da wohne ich. Wie? Ja. Die Ortschaft heißt Rotkreuz. Das kann man doch nicht riechen. Nee, da rieche ich Rotkreuz bei Ihnen. Ja. Oder? Sind die von das Ihnen? Das kann nicht sein. Woher wollen Sie das wissen? Ich rieche es, Wenn ich jetzt noch gut aussehe auch. Ich hab nämlich zu dem Professor gesagt, ich möchte mal aussehen wie so ein Star. Warum? Dass ich auch mal so erkannt werde auf der Straße. Und das finde ich super. Und da hat der Professor gesagt, das kann er machen. Echt? Mhm. Und jetzt bin ich natürlich total gespannt, wie das Gesicht ist. Wie ich aussehe. Ich bin Fan von dem Departieu. Habe ich gesagt, ja, oder Clooney. Ne, so dass die Leute mich erkennen tun. Ja. Mache ich Ihnen schon mal den Verband runter? Der kann riechen. Der riecht uns. Was? Ja. Was so, der Professor hat das, das stimuliert bei der Operation. Super. Jetzt werde ich Ihnen das mal ganz vorsichtig abmachen. Ne? So. Schauen Sie mal, ist das da. So, ganz vorsichtig, machen wir das mal ab. So. Können Sie schon was sehen, wie ich aussehe? Wie? Kann ich Ihnen, das sieht gut aus. Gut? So geht's oder tue ich Ihnen weh? So ist gut. Aber George Clooney kommt da nicht raus. Ja. Dann bringe ich Ihnen noch einen Spiegel, den habe ich nämlich jetzt vergessen. Wer bin ich denn geworden? Also Depardieu ist es nicht, Clooney ist es nicht. Aber Nase hat der König. Wie sehe ich ihn aus? Beschissen. Und wie wollten Sie ausschauen? Departieu. Doch. Kai Pflaume. Oder so. Kai Pflaume. Da hat wohl eher jemand das Bild vertauscht. Und wer bin ich nun? Mike Krüger. Ja, super. Ja, toll. Sehe ich aus wie Mike Krüger? Ja. Ja, spinnt der Mann. Gott, das ist super. Herzlichen Dank. Bist du? Super. Der hässliche Vogel. Ja, super. Nippel durch die Lasche. Super. Ich glaube, ich spinne. Ich bin so gespannt. Ja. Und wie? Ich sehe scheiße aus, sagt er. Ja, Entschuldigung. Ja, darf ich schon mal gucken? So. Ich sehe aus wie der Krüger. Sieht so aus wie der Krüger. Kann ich mal den Professor bitte sprechen jetzt? Ja, aber der kommt. Das gibt's doch nicht. Ja, Herr Professor, was ist denn ich hab gesagt, der Departieu, jetzt sehe ich aus wie der Krüger. Ja, das ist doch... Na gut, Sie haben ja doch freie Hand gelassen. Ich finde, das ist eine klassische Mangnase, toller Schwung, 120 Grad, schönen Höcker. Und jeder erkennt Sie auf der Straße. Ja, oder aber ich doch nicht als der Krüger. Ja, aber der Krüger ist auch ein Mensch. Ich habe doch gesagt, Sie können auch Frank Elstner können Sie machen, aber doch nicht Krüger. Na, hat sich verarscht. Nein, das kann nicht sein. Da. Ja. Mein Gott. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Herzlich willkommen wieder da. Da sind Sie. Ich bin Mike Krüger. Tja, liebe Zuschauer, das war's für heute mit dem Besten aus Verstehen Sie Spaß. Live kommen wir wieder am 26.